Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden. Triforce-Symbol könnte ich noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte, mein Ende naht. Das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Kokain, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin, auf denen sie... Denn sie teilt dein Schicksal. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Lesen gerade. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Was bekomme ich denn jetzt? Irgendeinen lustigen Stein. Ja, im Übrigen tut mir das leid, dass ich so im Video schneiden musste. Leider waren die 11 Minuten rum. Er hat ein bisschen zu lange gelabert. Kann man nichts machen. Schade. Der Kokiri-Smaragd. Der Dekobaum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Schön. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Kokain. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Kokain, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Okay, das sieht nicht gut aus. Ja, anscheinend hat der Dekobaum keinen Bock mehr. Du hast die Worte des Dekobaumes gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Kokain. Ja. Leb wohl, weiser Dekobaum. Tja, schade. Der Baum ist ein bisschen krepiert. Ja. Kollateralschaden, sag ich mal. Oh, toll. Hey, Kokain! Was hast du getan? Der Dekobaum! Ist der tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Hey, hey, ich hab damit nichts zu tun. Ganz ruhig, Mann. Okay. Ja, gut, uns hält uns ja eigentlich nichts mehr hier. Ich würde sagen, wir machen uns dann mal direkt, in Richtung Hyrule, Schloss, halt Hyrule Castle. Und ich glaube, das müsste da wohl irgendwo rausgehen, weil das so der einzige Weg, den ich gesehen habe, der rausgeht. Und, okay, der macht keinen Ärger. Gehen wir mal, mal gucken, ob es der richtige Weg ist. Ups. Die Waldbewohner sollten Kokiri nicht verlassen. Ja, schön. Ich bin aber ein Special Kokiri. Special Force. Oh. Du verlässt uns? Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Kokain. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben. Ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst.
Ich finde ja momentan mit Gegenständen überschüttet. Unglaublich. Erst so ein Smaragd und jetzt noch so eine Flöte. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf die drei C-Tasten platzieren. Mit A und den C-Knöpfen spielst du eine Melodie. Mit B kannst du aufhören oder neu beginnen. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Und er rennt weiter. Richtig geil von unserem Helden. Da macht sich schon eine Frau Sorgen und er denkt sich, ach, ich gehe lieber die Welt retten, anstatt sie flach zu legen. Tja, so sind Helden nun mal. Hihi, das sieht ja cool aus. Eine große Steppe. Heißt auch Hylianische Steppe. Haha, cool. Okay. Kann ich mal wieder bitte die Steuerung haben? Ja, kann ich. Go, go! Okay, wo ist das Schloss? Wir haben hier nämlich eine große Ebene. Und ich weiß nicht, wo das Schloss ist. Aber jetzt ist... Sei willkommen! Bist du bereit, Cocaine? Es scheint, dass du nun die Zeit gekommen bist, da deine Abenteuer beginnen sollen. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutzt du deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deiner Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einzusehen. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen sollst. Hast du alles verstanden? Ja, habe ich. So sei es, setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Schön. Oh, 3 Minuten habe ich noch. Ich muss mich beeilen. Ich möchte noch in 3 Minuten Schluss kommen. Okay, er hat gesagt, immer den Weg lang, ne? Also go, rennen! Was war das eigentlich für eine komische Eule, fällt mir gerade auf. Warum hat eine Eule zu mir gesprochen? Na gut. Ich spreche auch mit Feen und mit Bäumen, fällt mir gerade ein. Da ist, glaube ich, eine Eule eher nicht so seltsam. Ah ja, da hinten sehe ich schon das Schloss. Sehr schön. Hatte die Eule ja recht. Aber eigentlich bin ich ja jemand, der erst ganz als Letztes zu seinem Ziel rennt, aber ich glaube, hier mache ich eine Ausnahme. Und es dämmert. Das ist ja cool. Hier gibt es auch Tag- und Nacht-Effekte? Wusste ich ja noch gar nicht. Dam-da-dam-dam, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Es wird immer dunkler. Ich bin gleich da. Es wird immer dunkler. Und hier rein ins Schloss. Oh, was ist das? Zugbrücke? Das ist ja cool. Hä? Okay, ich habe gerade irgendeinen roten Juwel gefunden. Moment, das will ich jetzt mir jetzt mal hier um mich rumschauen. Cross. Gibt's noch mehr? Cool. Und jetzt links reinfallen. Das war ja ein geiler Trick. Naja, ich sehe gerade, meine Spielzeit ist fast vorüber. Nächstes Mal erforschen wir auf jeden Fall hier ein bisschen das Schloss, habe ich beschlossen. Bis dahin. Jetzt bin ich aus Versehen mit der Maus da reingekommen. Egal, bis dahin. Tschüss.